Ja, willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Blacktail Requiem. So, wir haben jetzt, naja, erstmal alles soweit gebaut. Wir haben schön gelootet. Das mag ich immer besonders gern. Ja. Dann mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Ich gehe natürlich mal auf die Steine erstmal wieder zurück. Nicht, dass ich aus Versehen mal einen Ignify rüberwerfe. So, jetzt mal gucken. Das ist keine Arena, das ist ein Museum. Eins, The Biscuit, das... Also, es wurde immer gesagt, das ist die Arena. Deswegen hätte ich da jetzt gedacht... Es funktioniert! Nicht zu fassen! Na, Gott sei Dank! Ich dachte, ich muss jetzt nochmal drücken. Nein, ich lasse jetzt einfach E gedrückt. Er fängt halt nicht gleich an zu zählen, ne? Oder halt einen Fortschritt zu machen. Endlich! Auf dein Signal! Los! Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug! Schnell! Stabil! Wie haben wir das geschafft? Mit... viel Können und starkem Willen. Propaganda! Alle Propaganda! Okay. Gut. Es beginnt. Dann ist das hier ein Museum, in dem halt alte Leichen ausgestellt sind. Ja. Schön. Aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Weiß ich nicht, Kollege. Ist es dunkel hier drüben? Ah, geht's. Hier ist nichts für uns, okay. Aber es ist schön, dass auch die Ratten eine gewisse Charakterentwicklung also mitmachen, ne? Dass sie... bisschen dazulernen. Die Frage ist ja jetzt, wenn wir näher dran sind. Die Frage ist ja jetzt, lernen die dazu wegen Hugo? Also Lukas hat irgendwie immer arge Probleme, habe ich das Gefühl. Will immer in Bewegung bleiben, der ist ein bisschen rastlos. Hm. Weiß ich nicht. Nee, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ich meine, es sind tatsächlich ja nur 4 Monate, wie wir jetzt rausgefunden haben, aber trotzdem hat Hugo sich ja auch weiter entwickelt. Jetzt mit seiner Mutter zusammen und den alchemistischen Versuchen, die jetzt Lukas und seine Mutter da machen und dem Bewusstsein, was da alles ist und sicherlich auch dem Erweitern seiner Kräfte. Denn sonst hätte er jetzt nicht aus dem Nichts Ratten irgendwie heraufbeschwören können, um da die 2 Bauern da zu töten. Da stellt sich mir die Frage, sind die Ratten schlauer geworden, weil Hugo schlauer geworden ist? Oder einfach so? Ja. Das, ja, weil Ratten sind eigentlich sehr schlaue Tiere. Muss man ja mal so sagen, wie es ist. So, was? Ich denke, die Arena wurde von den Römern gebaut, irgendwann aufgegeben und dann zu einem Siedlungsort, wo die Bewohner schlicht keine Verwendung dafür hatten. Kein Interesse, Arbeit darauf zu verschwenden, sie wegzuräumen. Hm, wirklich. Das ist natürlich auch möglich. Ja, der Turm! Wir sind ein bisschen näher dran, ne? Wir sind also Ratten gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Ratten sind tatsächlich sehr intelligent, auch ohne Schwarm. Ja, klar, wenn du jetzt hier 1 Million Ratten hast, ist die Schwarmintelligenz und dann sich das abzugucken, die eine Ratte von der anderen, logisch, klar. Ne, ist natürlich nochmal höher und skaliert viel besser, aber auch eine einzelne Ratte an sich ist schon wahnsinnig intelligent. Das denkt man immer nicht, aber holla die Waldfee. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns.
meine Ex hatte Ratten und da hat man schon gemerkt, was die so an Intelligenz alles aufbringen können. Nicht lang. Okay. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss, ja. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Zu Hugos Sammlung hinzugefügt. Pfeilkraut. Hugos Sammlung. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ein Herbarium hier. Und hier haben wir jetzt noch so einen eigenen Tag für oder Tab für Herstellung. Ach, das ist ja. Sehr cool. Und dann kann ich auch hier herstellen. Alles klar. Alles schon schön. Ist schon gut gemacht. Ah, genau. Wir haben Sachen hergestellt. Zack, Raffinesse ist noch oben gegangen. Naja. Gut. Also hier. Pfeilkraut. Diese. Koloniebildende Wasserpflanze mit winzigen weißen Blüten ist oft in flachen Seen und Burggräben zu finden. Ihr Gattungsname Sagitta bedeutet auf Lateinisch Pfeil und leitet sich von der Form ihrer Blätter ab. Sie ist auch als Entenkartoffel bekannt, da sie Knollen produziert, die gedünstet zubereitet werden. Ihr wird nachgesagt, dass sie große Mengen an Schwermetallen wie Kupfer oder Blei absorbiert. Zwei der sieben reinen Metalle der Alchemie. Das heißt, können wir dann einfach Pfeilkraut zermalmen und bekommen dann Blei oder Kupfer? Ja, Thomas, ich bin doof, ich weiß. Jetzt ärgert es mich, dass ich nicht speichern kann, ne? Weil da drüben kannst du an die Tür ran und hier sieht man ja aber eindeutig, dass es weitergeht. Ich würde jetzt nochmal an die Tür rangehen und mal gucken, was da ist. So. Warum jetzt hier natürlich kein Teich irgendwie ist, ist eine gute Frage, aber ja, kann ich natürlich nicht beantworten. So, können wir das hier aufmachen? Geht das auf? Verschlossen. Okay. Mal sehen, was da drin ist. Eine improvisierte Kapelle. Willst du beten, wenn du meinst, es könnte helfen? Danke, wirklich. Aber wir haben keine Zeit. Schön. Cool. Echt jetzt? Und das wäre jetzt nicht von außen aufgegangen. Du hast sie nur aufgedrückt. Du hast nichts anderes gemacht. Kein Schloss, kein Riegel, kein gar nichts. Genau, und der Riegel war draußen. Warum haben wir die dann von draußen nicht aufgekriegt? Da! So, aus Protest zwänge ich mich jetzt hier durch. Das kann aber nicht wahr sein. Wollt mich alle verarschen. Guck, da ist er. Da ist der Riegel. Und nach außen aufmachen geht nicht, oder was? Das ist doch nicht wahr, ey. Aber schön. Schön, schön, schön. Also, dass man da überhaupt rein kann, ne? Na ja, hat's jetzt geruckelt.
Hallo. So, dann gehen wir da hoch und hier über die Leiter. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Ja, wir wussten es ja nicht besser. Endlich ein neues Messer. Endlich ein neues Messer. Und Schwefel. Sehr gut. 6 und 3. Aber das ist okay. So ein bisschen mehr Alkohol haben wir. Ich glaube, Alkohol brauchen wir für mehr Sachen als Schwefel. Ja, immer ganz wichtig. Ganz viel looten. Immer gucken, wo es was gibt. Immer wieder schauen. Nichts verpassen, wenn es geht. Brauchen wir alles später. Wir kommen dem Turm immer näher. Weil irgendwann hast du mal einen Softlock, ne? Weil wenn du halt keine Materialien mehr hast, um dir irgendwas zu bauen, kommst du nicht mehr weiter. Hier durch. Fast geschafft. Ich muss schon vorsichtig sein. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Woher kommt jetzt diese Musik schon wieder? Kann ich dich hier reinschicken? Ihr habt jetzt gedacht, hier sind wieder irgendwelche Soldaten. An so einem engen Ort, eingesperrt, hat der Biss sie wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Definitiv quasi zum Tode verurteilt. Geht ja gar nicht anders. Also. Die Krähen, ne? Wie das hier. Wie das patscht die ganze Zeit. Das ist schon cool. Machen. Okay. Also noch ist keiner hier, der uns erkennen kann. Aber ich. Geh schon mal hier rüber. Also, wir warten, bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Ach, da hinten. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist dein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Heutzutage würde man das vermutlich mit einer Hades lösen. Okay. Meinst du, wir schießen hier einfach mal Raketen und auf? Alles? Und jeden. Oder halt Bomben.
hier. Schwefel. Weiter. Hugos Leben steht auf dem Spiel. Ja, ist doch gut. Wir müssen aber auch auf unser Leben achten, ne? Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit diesem Stock machen soll. Oder kann. Probier mal was. Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Na toll! Das war nicht gewollt. Das war wirklich nicht gewollt. Ich hätte mich wahrscheinlich hier drüben wieder raus baldowern sollen. Deswegen da drüben auch der Stock. Weil du dann mit dem Stock was weitermachen kannst. Ich wollte wirklich mal nicht so viele umbringen. Ich will natürlich auch den Loot, ne? Bin ich ganz ehrlich mit euch. Nein. Och. Sag doch nicht nein. Natürlich will ich den Loot. Das hier wieder. Ist hier wieder Lautstärke-Sachen? Wahrscheinlich, ne? Ihr kriegt mich nicht! Es
Also am liebsten würde ich denen ja jetzt da hinten die Fackeln zum Beispiel ausschießen, ne? Da hätte ich übelst Bock drauf. Geht das? Weiß nicht. Sieht nicht so direkt danach aus. Ja, den Stock kann man anzünden. Das ist alles nicht das Problem. Was ist los? Verdammte Ratten! Dieser Ort ist verflucht! Dieser Alchemist! Er steckt dahinter! Aber für mich ist jetzt gerade eher die Frage ein bisschen. Na, was ist? Früher konnte man diese Fackeln abschießen, quasi. Oder kaputt schießen. Aus dem Weg. Was ist hier los? Ich sehe mal nach. Er kommt her. Oder halt löschen, ne, hey, sozusagen. Hoch mit dir. Hey du, was ist los? Hier ist eine Leiche. Finde dich. Jetzt finde ich euch sicher. Bleib weg. Oh nein! Ich hab sie! Kommt her! Wir wurden entdeckt! Da! Da! Okay, also ihre Fackeln können wir nicht ausschießen. Und wir haben jetzt noch keinen. Hey, ist alles in Ordnung? Er wurde ermordet. Wir haben Eindringlinge. Ich probiere mal noch was anderes. Das ist also Frieden ist. Ah, verdammt! Huch! Huch! Entschuldigung! I guess. Schön, man kann Leute verbrennen. Lass es rein. Das gefällt mir. Soll ich hier bleiben? Na, wie ihr wollt. Okay. Ach, wisst ihr was? Auf einem Bein kann man nicht stehen. Da kann man schon, aber ihr wisst, was ich meine. Na, kann ich nicht. Ja, hast du wohl, ne? Hast du wohl. So, zwei Töpfe haben wir. Ja, alles klar. Zählt das jetzt eigentlich dann als Raffinesse oder als was zählt das dann? Probier mal was, ne? Ich hoffe, die akzeptieren das. Das müsste doch eigentlich gehen. Ja, das geht. Alles klar. Ja, klar, ich könnte das jetzt auch mit Ignify machen. Aber warum? Ne? Kostet ja nur teure Ressourcen.
oben. Können wir uns drunter verstecken, aber das will ich ja gar nicht. Alles klar. Ja, können wir hier nicht. Gut. Okay. Das dauert alles zu lang. Leise. Alter. Nisia? Könntest du mal aufhören, meine Kompetenz anzuzweifeln? Ich habe euch sehr gut durch den ersten Teil durchgebracht, ja. Dann werde ich das jetzt auch mit dem zweiten schaffen. Man zweifelt die einfach so die Kompetenz an. Ich weiß es nicht. Ja, das gefällt mir aber auch nicht so. Und wie viele Male sie dabei draufgegangen ist? Ach, gar nicht so viel, muss ich sagen. Ich glaube, im ersten Teil also eine niedrige zweistellige Zahl, würde ich sagen. Ihr könnt euch ja das gesamte LP einfach bei mir auf dem Kanal angucken. Sie halten uns immer noch auf. Wir sind dann fast findet ihr das schon. Also dann werdet ihr garantiert herausfinden, wie viele das waren. Oh. Ja, glaube ich auch. So, wir müssen auf jeden Fall noch da rein in die Mitte wegen Loot. Das ist unglaublich. Wann breiten sich die Ratten wohl auf andere Viertel aus? Weiß nicht. Das Tageslicht hemmt sie ihre Bahn. Sie bewegen sich unter der Erde. Sie suchen nach Futter, nach Blut. Sie kommen raus, ganz sicher. Ja, ich finde die Stöcke halt ein bisschen doof angeordnet, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es sind zu oft doppelte Wege oder sowas dabei, nur um an die blöden Stöcke ranzukommen.
ist ein bisschen hoch. Schwefel haben wir voll, ja? Okay, na dann machen wir ein bisschen Igni. Aha, okay. Gut, da haben wir also auch schon das erste Cap entdeckt. Sehr schön. Fällt mir. Was denn? Ist es ja nicht linear genug? Doch, Matthias, schon okay, ist schon okay. Alles gut. So, jetzt will ich aber mal gucken. Wie kommen wir da rein in die Mitte? Da ist doch nicht. Da ist nicht nochmal irgendwie. Nee. Da ist nicht nochmal irgendwie eine Feuerstelle. Das finde ich krass. Okay. Das bedeutet, dass wir da eigentlich nicht hinkommen. Wenn man es mal so sieht. Gucken wir mal kurz was. Dadurch, dass der Lukas auch immer an unseren Fersen hängt und wir nicht rennen dürfen. Ruhig. Durchatmen. Aber auch keine Fackel, die wir mitnehmen können, oder? Fackel da am Haus? Können wir die mitnehmen? Nee. Klar, ich könnte jetzt hier Töpfe hinwerfen, ne? Das ist schon klar. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt die Töpfe hier hinwerfen sollte, dann brennen die ja gar nicht so lange, dass wir da looten können und vor allem nicht so weit. Ich meine, wir können es ja jetzt mal ausprobieren, aber das klappt nicht. Das heißt, an die Truhe dort kommt man nur ran, wenn man die Leute nicht abschlachtet, sondern von hinten quasi dann sich anschleichen an die vorbei, also an den vorbeischleicht. Nur dann geht das. Okay. Interessant. Finde ich gut. Das finde ich gut. So werden halt wirklich auch mal unterschiedliche Spielweisen belohnt. Finde ich cool. Ja, ja, genau. Wäre ich nicht so blutrünstig. Absolut. Gebe ich dir vollkommen recht, Matthias. Absolut recht gebe ich dir da. Aber ich kann nichts gegen meine Natur. So. Gut. Aber wofür ich was kann, ist, dass wir jetzt diese Folge beenden und in der nächsten Folge dann erst gucken, was es da hinten noch so gibt und da so gibt. Überhalb und, ne? Ja. Machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.